Herzlich willkommen zurück zu Palworld. Manni, das war mir Mama und musste dran glauben gerade. Hier waren auch so, die haben beide gegeneinander gekämpft und der hat seinesgleichen getötet. Der hat Manni, den einen Manni umgebracht. Der und dann hat Manni den einen Manni umgebracht. Ja, und dann habe ich den zweiten umgebracht. Und damit habe ich dann wieder schönes Palöl gekriegt. Die sind ganz schön ölig, die Dinger. Die Pals oder die Palöle? Die Mammute. Denn so ölig? Die Mammute. Nein! Was? Heftig! Und jetzt schon mir wieder. Mir fehlt schon wieder Stein. Hallo Mau, wollen wir Mau Mau spielen? Das war ein flacher Witz. Das war so unlustig gerade. Ja. Ich bin so froh, dass ich jetzt die Aufnahme drin hatte. Was? Nein! Ah, Steine! Gib mir die Steine! Verklag dich auf alles, was du nicht hast. Ich hab gar nichts. Ich bin bettelarm. Oh, der hat Lollipops zu kaufen. Oh, hol zwei. Oh, scheiße, der hat die Katres. Die kannst du für 11.000 Gold kaufen. Wie viel Gold hast du? Ich weiß nicht, warte mal. 5 Sekunden muss ich noch kurz bauen. Weil hier ist nicht weit weg. Wie viel kosten die Lollipops? 4.000 irgendwas. Ich hab knapp 10.000. Dann hole ich die. Warte mal, wo bist denn du? Nein, ich brauche aber, dann will ich eine Katrest holen. Ja. Wo bist du denn hier? Ach, da unten. Warte, ich komm. Ja, bleibt der wohl immer hier drin? Ist das ein Fahnder oder ist das ein Zwielichtiger? Ja, ein Zwielichtiger, der steht hier einfach so dumm rum, eigentlich. Hallo, kommt der mal raus? Und da kannst du auch Let's Punks kaufen und was für Dinger? Let's Punks. Und aber die Katres kostet nur 11.700. Warte, ach so, ist das der da unten in dieser Lücke drin ist? Nein, der steht oben auf dem Berg. Ich muss mal eine Markierung setzen. Wie kann ich das markieren? So. Das ist aber auf jeden Fall nicht der, den ich schon kannte. Weil ich habe nämlich auch einen kennengelernt. Also kennengelernt, ne? Warum kann man da kein Dings machen? Ja, was sinnvolle Symbole. Da ist ein Scheiß-Symbole nur. Hier oben ist ein ganz schönes Erzvorkommen. Ja. Frage ist jetzt nur. Aber du musst. Hier. Moment, ich muss mal kurz. Warte mal, ich mache. So. Hier unten auf dem Felsvorsprung. Du musst eigentlich links. Ach so, da unten. Warte, hier ist noch eine Dings. Und der Händler ist hier, der steht hier direkt an so einem Baum. So habe ich durch Zufall gerade beim Vorbeifliegen gesehen. Hier steht der. Was stehst du denn hier so rum? Kannst du mir denn für eine Katris was geben? Wie viel Gold hast du gesagt? Ach so, nee, halt, stopp. Das so. Warte mal. Was ansprechen? Ware. Wir haben anscheinend die beiden die gleich. Ach so. Ja, die habe ich auch schon mal gesehen. Haben wir die? Weil das nicht ist im Lager? Boss. Das ist nee, ja auch ein Boss. Haben wir nicht im nee, Lager. Das ist ein Boss auch. Also, wenn ich die zwei Lollipops noch hole, weil ich so verzweifelt bin, weil ich die nirgendwo in der Welt finde, dann habe ich. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, 1.700 hätte ich noch übrig. Wie viel hast du? Ich habe 9.800, das heißt, es wären 11.500 dann, oder? Warte mal, wie viel kostet? Ich kaufe erstmal. Ach nee, ich kann sowieso nur einen kaufen, ne? So. Ach nee, ich kann zwei kaufen. Nee, jetzt ist sold out. Ja, jetzt ist sold out. Okay, dann kannst du mir dein ganzes Geld geben. Ja, das sind 6.000. Bist du bescheuert? Gib her, sonst hau ich dich. Wie viel brauchst du jetzt noch? Bis 11.742. Also sagen wir bis 11.800. Ich hab 9... Dann brauche ich genau 2.000. 2.000. Kann ich das denn irgendwie... Du wirfst das einfach hier hin, ich sammel's auf. Dann ja, aber dafür muss ich das ja erstmal... Du musst es aufteilen und ich hau dich so lange. Gib mir dein ganzes Geld, sonst hau ich dich. Lass mich mal kreuzweise. Du kriegst gleich gar nichts mehr, wenn du so blöd kommst. Guck nicht so unschuldig, du bist nicht unschuldig.
Nee, was hast du gesagt? 2000, ne? Ja. Ich habe jetzt 1900, scheiße. Dann muss ich hier nochmal 100 so rausnehmen. Oh, ey, der Ebi ist so teuer, ne? Nein. Im Grunde genommen ist es wahrscheinlich Schwachsinn, dass man das kauft, weil da kann man auch so Ja, also von mir irgendwo das auf lang. jeden Fall, aber ich bin so verzweifelt. Pass auf, ich werf's jetzt weg. Geh weg. Danke. Aber ich bin so verzweifelt. Ich gebe dir einen aus, Schatz. Ja. Ich bin aber so verzweifelt, weil ich die scheiß Wulipops hier nirgendwo krieg. Reicht aber, ja, weil ich habe gerade hinten Ja. Wegschrein gesehen. Habe ich. Das ist Handwerksmeisterin, ist die. Die hat alles Level 2. Das ist echt cool. Also die, praktisch, die hat als Bonus passive noch Handwerksfähigkeit. In the base. In the ghetto. In the ghetto base. So, dann schauen wir doch mal eben. Wir haben eine Lollipop-Forstmeister. Schmeißen wir einmal Hast rein. du an der Kirche auch geguckt? Hier sind ja immer die Sachen drin in der Kirche meistens. Habe ich nur noch einen Kopf hin? Ich habe doch Nee, mehr ich als kenne. nur zwei geholt. Aua. Ja, in der Kirche war ich auch drin. Da kann ich nicht reinfliegen. Wasser, Hand. Der hat aber, glaube ich, Level 2. Ja, der hatte zwei bei Bewässern, deswegen. Ja, komm. Das ist jetzt nicht der Beste, aber tun wir den mal rein. Und dann bräuchten wir eigentlich noch zum Bewässern. Die Affen reichen. Zum Bewässern. Die Affen reichen ja eigentlich dafür, ne? Bewässern? Theoretischerweise. Nee! Nicht zum Die sind doch. Bewässern, zum. So, zack, damit ihr nicht draußen rumlasst. Ich gehe aber auch mal zurück. Ich finde das eh nicht, was ich suche. Machen wir das hier nochmal eben schnell zu. Oder ich hole mal. Du musst ja auch mal rüberkommen, du kommst ja nicht. Nee. Warte mal, ich gehe mal nach Hause erstmal. Das ist aber nicht das Zuhause hier. Hä? Ja, aber ich will ja. Bist du denn überhaupt? Nee, in der Base, in der kalten Base. Also da oben bist du nicht. Oh, ich bin in der Ja, kalten da. Base. Das habe ich alles noch nicht gesehen. Da oben. Das ganze Ding habe ich noch nicht freigeschaltet. Ja, Das aber du ist so. kannst zu mir porten, dann bist du direkt schon hier in der Ecke. Warum ist es gerade so dunkel geworden? Dankeschön. Guck mal, hier sind nämlich überall die Quarze, die wir Ja, toll, nämlich und noch ich friere hier brauchen. gleich und meine andere Rüstung ist kaputt. Geil. Was sind die Quarze? Soll ich noch Hier bleibt mein im. Wollipop? Achso. Hallo, soll ich noch mein Wollipop hier reintun? Das zweite? Ich habe ja eins. Ja, ich wollte die eigentlich in einer anderen Basis haben, weil die haben, aber die haben im Moment noch Bären, also es ist nicht ganz so dramatisch. Hier fangen die erst mit Bären an. Nur ich hätte halt lieber gerne beides dabei, ne? Und warum machst du das jetzt hier überhaupt? Hallo, habe ich dir gerade gesagt, wegen den Quarzen? Die Ach, Quarz, das ist. hier diese Reinquarze, die brauchen wir später nämlich in rauen Mengen. Wie hier? Ja, wir haben ganz viel noch in der Basis aktuell, ne? Du weißt schon, dass wir das auch über die Pals machen können. Ja, aber ich will ein bisschen mal was mitnehmen. Vielleicht kriege ich da eine Errungenschaft oder Level damit, wenn ich Nee, einmal du was. kriegst da keine Errungenschaft mit. Oh, hier ist auch Eisen. Ich habe jetzt keine Schildkröte mehr, ne? Ach, warte mal, der machte noch. Mega Wuchs. Wieso kann ich das nicht aufsammeln? Ich kann die Erze nicht aufsammeln hier. Hä? Weil mein, ach, mein Inventar ist voll. Oh. Was für eine Scheiße.
mitnehmen. Oh, jetzt bin ich beladen. Scheiße. Das sieht aber gut aus. Wenn du hier am Rum. Ich bin richtig überladen gerade. Ich gehe aber mal eben in die andere Base, um was zu dingsten, ne? Naja, wie gesagt, da haben wir auch schon Reinquarz, ne? So, die beiden kümmern sich ums Essen. Das heißt, der müsste das theoretisch auch... Oh. Kann ich mir das angucken? Ja, der müsste das auch einsammeln. Der kümmert sich um die Zuckerwatte. Wir bräuchten noch Anubis, aber wir haben die jetzt noch nicht alle ausgedingst hier. Ausgebrütet. Also, wir haben hier genug fürs Essen. Wir haben hier Leute, die Holz und Steine abbauen. Und eigentlich sollten die sich auch darum kümmern, Quarz abzubauen. Aber irgendwie hat der Anubis anscheinend gerade keine Lust darauf. Was ist denn in meinem Ei hier? Ach, das ist auch fertig. Da kann ich noch einen Anubis reintun vielleicht. So. Ich habe eine Elisabeth, aber davon habe ich schon eine. Ach, ja, toll. Ich habe keine. Hätte sie da rausholen sollen. Ja, das finde ich doof, dass du vorher nicht sehen kannst, was draus wird. Aber das ist ja ein bisschen, muss es ja auch spannend sein. Ja, aber dass man zumindest, weißt du, du hättest es rausgenommen und siehst, oh, den habe ich aber schon. Entsprechend kriegt das dann der andere, weißt du, so auf die Art. Oh, der ist gleich fertig. Warte mal, 17 Sekunden noch. Da können wir dann noch mal gucken, da können wir noch mal gucken, was kommt denn dabei raus? Na? Oh, diesmal backt der nicht in den letzten 3 Sekunden. Ne, dafür in den letzten 2. Na super. Ein Vanvjorm-Krüst habe ich erhalten. Sehr cool. Azi. Ich hatte aber 51 jetzt geholt. Nein! Heftig! Ich hab gerade versucht, allerdings nicht wissentlich deinen Ball einzufangen. Was machst du denn da? Mach jetzt hier nichts kaputt. Ich mach deinen Pal doch nicht kaputt, wenn ich den einfange. Doch. Der hat dann Angst. Der hat dann eine Störung, eine psychische hinterher. Ja, den hat ja schon, wenn er mit dir zusammen ist hier. Ja, ja. Hier keine Beleidigung, ne? So, was ich jetzt allerdings nochmal machen möchte, sozusagen zum Abschluss heute... kann ich da... Nee, kann ich nicht, weil ich nicht richtig bin. Moment. Du musst auf jeden Fall leveln. Ich hab grad einen Boss gefangen. Was für ein? Den Eisvogel. Also unseren Captain Pinguin. Den hast du in der unten drin gefangen oder was? Also im... Ja, ich bin hier runtergegangen. Der ist ja weit unter mir vom Level her. Also da wusste ich, dass das sicher funktionieren wird. Aha. Aua. Ich weiß jetzt nur gerade nicht. Doch, ich habe auch 6 von den Dingern bekommen. Also hier funktioniert's. Und du hattest ja, das Problem aber oben in der Welt, ne? Nur in den Bossen. Nein, nur beim Boss unten drin. Ja, das ist ja ein Boss hier. Ja, wenn du nämlich diese Bosse machst, dann hast du nämlich auch nochmal so einen Schub. Deswegen bist du nämlich jetzt auch wieder um einiges vor mir mit diesem Schub, weil du ja die Bosse alle gemacht hast. Also nicht alle, aber einige gemacht hast eben. Nein. Nein. Überhaupt nicht. Natürlich nicht. Ich doch Während nicht. Ich fleißig in unserer dritten Basis gearbeitet habe, geschuftet und geackert, immer hin und her geflogen bin, also gereist bin und so weiter, hattest du nichts Besseres zu tun, als durch die Weltgeschichte zu fliegen und die ganzen Bosse zu machen? Nein. Also erzähl mir hier keinen. Die Wildschweine sehen ja komisch aus, wenn die gerade frisch aus dem Wasser kommen.
Warte mal, wo ist denn der? Der müsste doch hier irgendwo sein. Euch habe ich doch schon, ne? Ich hab dich gefangen. F dich doch. Was ist eigentlich mit den Lambals hier? Hier den bloß nicht erstmal an. Sieht ja richtig geil aus hier, Christo. Nein, ich will mich nicht schlafen legen. Wieso legt er sich jetzt schlafen? Hallo. Oh. Nein. Ja. So. Kawabunga. Bumba, bumba. Taka, taka, taka. Schoko, tschaka, tschaka. Was? Ich hatte eine Chance von, was stand da? 96% oder 86% und das ist rausgekommen? Hä? Äfft euch alle. Echt. Ja. Ja, ist klar. Hallo? Du hast dein Leben verdient. Obwohl, naja, gut, gelebt hätten sie ja bei mir trotzdem noch. Es hat hart gekämpft, ist dann ins Wasser reingelaufen. Mhm. Es hat sich die Freiheit verdient. So, ich habe auf den vorderen gezielt, habe den hinteren getroffen. Auch nicht schlecht. So, siehst du, wenn du nämlich deine Fangbonus hier voll machst, dann kannst du damit richtig, also das hast du vermutlich auch gemacht vorhin, damit kannst du nämlich richtig, richtig leveln. Geh auf die Kacke hauen sozusagen. Hallöchen, geht's noch? Kann doch nicht einfach abbauen hier. Toll, dem ersten habe ich einen Ball gegen, also eine Sphäre gegen den Kopf gehauen und der zweite ist direkt untergegangen unter Wasser, weil er Angst hatte. Hm. Das sah auch nicht schlecht aus gerade. Hallöchen. Was soll das? Kannst du nicht einfach abhauen hier, meine Kugel abwehren? So geht das nicht. Wenn du einmal dein Fanggeschick erhöht hast und wirklich massiv über denen bist. Also ich bin jetzt Level 35, Ende. Und die sind hier teilweise Level 6 oder so. Ne? Dann kannst du die, die du sonst vorher eigentlich gar nicht bekommen hättest, kannst du da mal eben locker, vielleicht auch bei 2, 3 Versuchen natürlich, kannst du mal eben locker dann mit so blauen Sphären fangen. Mhm. Ich finde das super. Und ich meine, von den Blauen haben wir jetzt genug. Also wenn ich die verschieße und selbst wenn das beim 10. Versuch erst klappt, den zu fangen, ist mir doch scheißegal. Wir haben so viele von denen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ey, die Katris, die craftet echt so schnell, ne? Die macht hier die Sachen Wahnsinn. Also die ist echt gut dafür.
Ja, du hast sie, glaube ich, aus dem Dings raus. Was hast du gekauft? Ach so, die neue. Das war die gekaufte, ja. Ich mach die gerade. Die mit dem Blitzen da. Nee, ich hab die gerade, ich nehme die mit und level die jetzt hoch, weil die hat ja nur Level 8 oder jetzt hat sie schon Level 11, dadurch, dass sie was macht alleine, ne? Ja, ich level auch gerade hoch. Ich versuche meine 10er Fangbonus so zu machen. Ich bin gerade ein Level gestiegen dadurch. Das ist richtig, richtig geil. Vor allen Dingen, wie gesagt, von den blauen hast du ja so viele. Ich habe jetzt 151 noch übrig. Und ich habe schon... Fuhrk habe ich erledigt, okay. Was ich besser finden würde, aber da haben sie bisher noch nichts gemacht, obwohl ich es schon mehrfach geschrieben hatte. Wenn sie dir anzeigen würden, ob du den Bonus schon voll hast und ob du den überhaupt gefangen hast. Mhm. Oh, da sind sie wieder. Da sind sie wieder. Es gibt nämlich... nein, ich wollte keinen Screenshot machen. Es gibt nämlich Gumos, die haben, warum auch immer, oben so... Wo ist der eine jetzt hin? Ach, da. So eine rote Blume drauf. Keiner weiß wirklich, warum, wieso, weshalb. Ich habe zwei von denen gefangen. Und die werden wohl auch, habe ich mir sagen lassen, nicht angezeigt in der Palbox. Also die sehen dann aus wie diese normalen halt. Mhm. Kriege ich meinen Fangbonus noch mit Chipi, mit den Hühnern. Voll. So. Also es dauert natürlich, aber damit kannst du wirklich richtig, richtig gut leveln. Jetzt weiß ich auch, warum ich da privat so viel, also so schnell dann am Ende vom Level hochgestiegen bin, weil... Na, komm schon. Weil ich da nämlich sehr, sehr viel gefangen habe und da eben auch versucht habe, mal diese 10er-Bonus so zu bekommen. Oh, hier ist ein Ei. Aber ich wette mit dir, das ist so ein kleines Ei. Ich meine, klar, damit kriege ich natürlich auch meinen Bonus mit der Zeit voll. Weil da habe ich nämlich privat mit angefangen, dass ich von oben bis unten die Nummern durchgegangen bin. Also auf dem privaten Stand. Und geguckt habe, okay, wo habe ich die? Wie viel brauche ich von denen noch? Weißt du? Mhm. Und dann immer die 10er-Bonus so versucht habe zu kriegen. Ich meine, gut, manchmal ist es natürlich schwierig, weil du halt eben weißt, wo die eigentlich waren. Ah, die sind auch erledigt. Aber die dann nicht spawnen oder so an der Stelle. Das kann ja auch schon mal passieren. Ja, ich würde sagen, das ist dann meine Aufgabe für morgen. Nein, für heute. Wir haben jetzt mittlerweile schon nach Mitternacht, ist mir gerade aufgefallen. Dass ich dann tatsächlich hier mein Paldex mal ein bisschen vervollständige. Dass ich die ich jetzt noch nicht mit einem 10er-Bonus habe, versuche mit einem 10er-Bonus zu kriegen und dadurch zu leveln. Das werde ich dann natürlich nicht alles aufnehmen. Ich meine, ich habe es ja jetzt ein bisschen gezeigt. Aber man konnte halt auch schon sehen, das sind ja die kleinen Pals, die hier rumliefen. Ne? Teilweise Level 6 oder so. Ich bin jetzt insgesamt fast ein komplettes Level dadurch gestiegen. Oh, jetzt darf ich wieder meine Werte erhöhen. Kannst du mir gleich mal ein paar... Können wir mal das Paldex durchgehen und die Nummern vergleichen? Weil ich will mal wissen, ob du die Nummer vielleicht schon hast. Weil mir fehlen so zwischendrin immer welche. Und da weiß ich nicht, welches Pal das sein soll. Das habe ich noch nie gesehen. Und das ist halt merkwürdig. Ja, wobei... Das machen wir dann gleich auch. Ich hole noch gerade Melpaka. So, wir haben auch schon... Ja, dann machen wir auch jetzt Feierabend gleich... Oh, eine Stahltruhe soll bauen, ist die aktuelle Mission. Ich habe mich, glaube ich, freigeschaltet, oder? Was kosten die? Ich hole mal die Katres mit raus, die kann ich wegtun dann. Ich kann leider nicht so oft den Angriff machen. Oh, die ist wounded! Scheiße! Ist der nicht ernsthaft ausgewichen, oder?
Lass mal gerade Ausdauer auf tanken. Ja, also eher auf mich scharf gerade. Aber den kannst du wahrscheinlich nicht fangen, glaube ich nicht, ne? Na, wir haben keine hohen Sphären, das ist das Problem. Ich wollte jetzt nicht die Ressourcen dafür verbrauchen. Ja, ist doch ein Witz, ne? Ich habe noch nicht einen. Ich habe ein bisschen Schaden nämlich, aber das ist bis jetzt ist. Oh, das war jetzt Schaden, okay. Ja, das Erdbeben ist krass. Das hat mich getötet beim letzten Mal. Er ist down. Ich mach. Oh, ich wollte gerade sagen, ich mach mal eine blaue Sphäre, mal Spaß ist. Aber die hätte der sowieso abgewehrt. Ne, hat er abgewehrt. Ich hab's auch probiert. Aber der Speer ist schon krass, oder? Ich habe einen Stein erhalten vom Boss. Vielen Dank dafür. Ich gehe dann zur Base zurück. So. Ich hab. Der hat nur 6 Teile gebracht und hat 27. Hier oben ist noch einer. Wo? Ein normaler? Ja. Wo ist denn meine Katros? Meine Katros ist ja. Achso, die ist ja gewandelt worden. Warum hast du die kaputt gemacht? Warum. Aber das ist normal. Warte mal dann. Nein! Scheiße. Ne, sammel ihn! Sammel ihn, wie sich das anhört. Sammel den auf! Hol ihn vom Boden runter! Du kriegst ihn, ich geh gar nicht jetzt hin. Wenn ich den angucke, dann ist er Nein, tot. Nein, F dich! Ist er tot? Nein. Ich krieg den nur nicht gefangen. Doch, damit kriegst du. Nein. Oh. Das sieht gut aus. Das ist mein Siegestanz, ja. Ja, ich hab einen. Ja. Oh, der ist sogar fleißig. Den tue ich jetzt in die Base und dann rammt er alles in Grund und Boden. Der rennt alles nieder. Oh, ja, so ähnlich wie deine scheiß Schildkröte. Also wenn du diesen Speer machen willst, wenn du ihn machen willst, ne? Ja, der Vorteil ist bei dem Speer halt, du bist halt weg von den Viechern. Du bist nicht nah dran, sondern. Ja, ich wollte generell eigentlich auch einen Speer mal machen. Ja, aber nee, Moment, ich muss dir sagen, das ist ein Elite-Speer, das ist einer von den Lilan. Du musst bei Lila gucken, da habe ich den freigeschaltet. Der kostet 3 Lila-Punkte. Und dann musst du den craften hier, ne? Aber. Ach, ist das der krass. Von dieser Tussi hier? Lilly. Ja, Lillys Speer, oder wie er heißt. Warte mal. Er heißt. Lillys Speer, ja. 450. Ja, kriege ich erst ab Level 40, also in 2 Leveln. Abartig ist der. Wie viel macht der Angriff? 400? 450. Was macht er das Schwert nochmal? 500 irgendwas, glaube ich. Oh, kann aber ich du mal bist eben natürlich näher dran auch, ne? Ja, man kann mich jetzt irgendwie so gar nicht mehr sehen, aber ich würde trotzdem sagen, dass wir uns erstmal für heute verabschieden und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao! Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.